Hallihallo, Hallöchen allerseits. Es ist mal wieder Indie-Game-Zeit und ich würde sagen, The Last Door on the Left ist das nächste kleine Projekt, was wir uns hier einmal anschauen. Ja, auch wieder ein Horror-Indie-Game von itch.io runtergeladen. Schaut es euch einfach mal an. Und ich würde sagen, wir gucken. Und ja, ich muss entschuldigen, die Auflösung des Spiels ist leider so, dass wir diese Balken haben. Aber irgendwie. Es ist so ein bisschen Retro, ja. Also wir könnten da jetzt auch sagen, Let's Play Indie, Retro Games, keine Ahnung. Dabei ist es natürlich niegelnagelneu. So. Hey, what's keeping you? Are you a lost soul? Was? I thought I told you. Follow the corridor round and take the last door on the left. The last door. We're waiting for you to join us. Oh. Remember, last one on the left. Ja, the last one on the left. Wir haben es verstanden. So, nochmal ganz kurzer Blick hier. Aufnahme läuft perfekto. Die Frage ist, wenn er uns sogar nochmal darauf hinweist, wir müssen die letzte Tür links nehmen, ist es dann überhaupt sinnvoll, alle Türen durchzuprobieren? The last door on the left. Ja gut, hier rechts. Oh, guck mal, Katze. Danger. Okay. Last door on the left. Der Korridor nach hinten. Alter Schwede. So. Das sieht aber irgendwie, ich weiß nicht, das sieht mir irgendwie nach Krankenhaus aus. Ich weiß nicht warum. Last door on the left. Ich glaube, ich vermute etwas. Ja. Die Pflanze stand da vorhin noch nicht, oder? Ich vermute etwas, es wird an der letzten Tür links immer wieder denselben Korridor geben. Wahrscheinlich mit kleinen Änderungen. Sollen wir das Spiel kaputt machen, indem wir wieder zurücklaufen? Nee, lassen wir mal. Okay, waren das jetzt unsere Schritte oder? Okay, die Pflanze ist immer noch. Sicher? Ist das jetzt dein Ernst? Kommen wir da durch? Ja gut, das ist jetzt dann. Das ist jetzt halt so, gell? Da. Oh je, ich bin angespannt. Also die Stühle standen vorhin nicht am Boden. Definitiv nicht. Was passiert eigentlich, wenn wir die letzte Tür rechts nehmen? Okay. Ja. Und mal gucken, ob der Aufzug wieder aufgeht. Ding. Ding. Nö, okay. Oh, ja. Freunde von. Hallo? Wer donnert? Okay, die Stühle stehen wieder unten. Jetzt ging eine Tür auf. Alter, verarsch mich doch nicht. Oh, Freunde, Freunde, Freunde. Es wird böse enden. Das ist. Trotz, dass es so einfach gestaltet ist und die Grafik, sage ich mal, so. Stuhl. Und die Grafik so schlecht und einfach. Ein kleines bisschen Horror-Feeling kommt da schon rüber. Okay. Also ich glaube, jetzt geht's los. Irgendwas springt uns hier gleich an. Oh je, Mini. Es wird böse enden. Warum tue ich mir sowas immer wieder an? Ich denke noch so, komm Tobi, nimmst du dir da irgendein Spiel, wo grafisch aussieht, als könnte es dir nichts anhaben. Jetzt hat sich hier alles gedreht. Als könnte es dir nichts anhaben. Und am Ende kacke ich mir doch wieder in die Hosen.
Ja, genau. Was ist hier los? Ich möchte das nicht mehr spielen. Oh, 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 oh. Pass auf jetzt. Oh. Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Boah, Leute, Leute, das... Hey, what's keeping you? Are you a lost soul? I thought I told you. Follow the corridor round and take the last door on the left. The last door on the left. Join us. Remember, last one on the left. Ja, the last door on the left. Freunde, das Spiel ist vorbei, er schmeißt mich auf den Desktop und das war's. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich habe gehofft, da passiert jetzt noch was. Och, Manno. Schade. Schmeißt er mich einfach auf den Desktop zurück. Gut, Freunde, dann will ich die Sache nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Also mir hat's auf jeden Fall ein kleines bisschen gegruselt. Ja, schaut euch die Indie-Games auf itch.io selber einmal an. Und ja, bleibt mir treu. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Ciao mit V.